Ja, hallo und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Larry 6, Reiß auf oder Schieb ab. Und wir wollen nicht abschieben, sondern wir haben ja das Abendkleid hier. Und da wollen wir mal schauen, ob wir das nicht der jungen Frau geben können. Wir müssen hier hin, glaube ich. Ich glaube in die Richtung. Ja, hier unten müsste es hin, oder? Ja. So. Jetzt reden wir mal mit hier. Da ist sie schon, Gary. Und wenn du Hilfe brauchst, und wir haben ja was, und wir geben jetzt mal dieses schöne Kleid. Zack. Oh, Schäpple, ich hoffe, der Fummel gefällt dir. Er ist wie für dich gemacht. Oh, Larry, er ist wunderschön, du kleiner Schlingel. Ich kann mich... Wie kann ich mich je dafür revanchieren? Da fällt mir schon was ein. Tja, warum kommst du heute Nacht nicht runter zum Strand? Auf ein mitternächtliches Bad, nur wir beide, ganz allein, im Mondschein. Eieiei, du kleine Schnalle. Was meinst du? Ich meine, ich werde da sein. Bis heute Nacht, Schäpple. Oder Schäpple. Na, da bin ich ja mal gespannt. Sollten wir jetzt vielleicht doch mal Glück haben? Zu fortgeschrittener Stunde. Schäpple sieht toll aus hier am Strand, wenn das Mondlicht auf sie fällt und die Wellen sanft den Strand lecken. Larry ist ganz... Jetzt schauen wir mal. Schäpple an. Und was denn du? Reden mal mit Schäpple. Hallo Larry, ich habe schon auf dich gewartet. Was will ich da hoffen? Ich habe uns eine Kleinigkeit mitgebracht. Champagner, eisgekühlt und zwei Gläser. Ich habe jetzt einsam und in romantischer Stimme auf der Decke am wärmenden Lauf. Der Mond wirft sein sanftes Licht auf den Strand und du denkst allen Ernstes an Saufen. Entschuldige. Anfassen. Oh Larry, ich mag das. Ja, ich auch. Oh, ja, Larry, das ist schön. Nochmal. Gesicht. Vielleicht hier. Momentan gibt es nur eins, was dich wirklich interessiert. Schäpple. Ja. Ausziehen. Du wilder Tiger, noch nicht. Ah.
Was soll ich denn nun machen hier? Das ist natürlich wieder... Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich hatte gedacht, einfach jetzt hier... Haben wir denn hier? Kondom, vielleicht brauchen wir das, wenn ich das nehme. Nee. Noch nicht, Larry. Du benimmst dich mal wieder wie ein frühreifer Teenie. Reden. Reden. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass du irrsinnig aufregende Augen hast? Nein! Aber lass dich nicht davon abhalten! Also ich finde deine Augen aufregend. Oh, wirklich? Nimm mich, großer Junge! Jetzt geht's los! Immer noch nicht. Mal einfassen. Oh, Larry, ich weiß, was du jetzt denkst. Ja. Oh, Larry. Mensch, jetzt. Vielleicht jetzt. Larry. Ja. Vielleicht jetzt. Ach, ah, Larry, vielleicht bald. Sag mal. Gib mir aber auf die Nüsse hier. Komm her, du niedliches Ding. Ah, jetzt. Jetzt passiert mal was. Boah, Schäble. Ich habe in meiner Karriere schon eine ganze Menge Frauen geküsst. Aber sowas wie du ist mir noch nie untergekommen. Tja, Larry, vielleicht hast du jetzt endlich jemanden gefunden, der weiß, was Männer wirklich wollen. Ah, das hat man schon. Vielleicht wieder anfassen. Quick. Oh, Larry. Ah, Mensch. Jetzt vielleicht. Ich bin bereit, Baby. Ich hoffe, du hast ein Kondom dabei. Ja, Hammer. Das geht mal jetzt. Zack. Und jetzt. Jetzt geht's los. Larry, du hast Glück gehabt. Und jetzt? Ich hatte gehofft, du würdest eins von diesen Dingern mitbringen. Gib es mir. Mach die jetzt. Ha, ich bin bereit, wenn du es bist. Ich bin bereit. Ui. Pfui, Teufel. Pfui, Teufel. Pfui, Teufel! Pfui, Teufel! Kein Wunder, dass Schäble weiß, was Männer mögen.
die wird doch nicht am nächsten Morgen. Pfui, Deibel! Pfui, Deibel! So, dann bleibt ja eigentlich bloß noch eine übrig und das wäre ja die müssten wir eigentlich alle gehabt haben. Die einzige ist so, jetzt müssen wir bam, 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 bam. Machen wir runter. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zum. Wollte ja gerne mal zum Strand. Jetzt ist die Frage, wie kommt man zum Strand? Jetzt ist die Frage, wie kommt man zum Strand? Mal hier hinten rum. Wie kommt man zum Strand? Das freut mich jetzt wirklich. Zum Strand, wie komme ich dahin? So. Wie komme ich an den Strand? Verdammt nochmal. Wie komme ich an den Strand? Kann ja bloß hier hinten lang gehen eigentlich. Würde ich jetzt mal behaupten wollen. Irgendwie muss man da zum Strand kommen. Hier raus jetzt, dann müsst ihr doch dran kommen. Ja, da geht's zum Strand. Nehmen wir, halt, komm her, Larry. Nimm Champagner mit. Nimm den Champagner mit.
Was ist das? Mit deiner Sandburg gewinnst du zwar keinen Blumentopf, aber beim Buddeln bist du auf eine alte Walöllampe gestoßen, die am Strand vergraben war. Na, dann nehmen wir die mit. Okay, das hätten wir. Aber jetzt brauchen wir ja eigentlich für die Lampe, ist da bestimmt kein Öl drin. Da ist da bestimmt kein Öl drin. Wir speichern jetzt nicht, Larry. So, jetzt hier rein hier. Wir gehen jetzt Zellulitis-Raum. Ah, zu weit. Verdammt. Zum Zellulitis-Raum. Ja, komm. So. Aufmachen. Jawohl. Und jetzt gehen wir hier rein. So. Aha, also nehmen wir jetzt die Lampe und den Hahn. Na, guck an. Wir haben's. Zumindest hat mir das Freddy Farkas, der Apotheker am Wilden Westen, erzählt. Dieses Spiel werden wir auch nochmal kennenlernen. Ja. Okay, jetzt würde ich sagen, wo sind wir denn? Achso, jetzt gehen wir in die, jetzt müssen wir in die Küche. Genau, und mit dem Fahrstuhl nach oben, also mit dem Speiseaufzug nach oben fahren. Denn wir wollen ja die junge Frau irgendwie... Vielleicht, das müsste ja wieder klappen, weil das eigentlich ja die letzte ist, die Wunde. Ja. Die anderen sind ja alle, hat sich ja nicht so doll entfacht. Larry, komm her. Ja.
Na dann drück doch mal den Knopf. Jetzt. Sind Hase drinne. So, jetzt aber Leute, jetzt sind wir da auf dem guten Wege, denke ich mal. So, komm raus, Larry. Da ist sie, die holde Maide. Na komm, Schneckelchen. Sitzt du hier immer rum und störst das Meer, Samara? Wir geben jetzt mal, was haben wir denn alles? Wie wär's denn mit dem? Nein, wenn ich meinen Namen lehre. Achso, da war das Hundeband. Ah. Oh. Oh, ich dachte, nur vielleicht. Aber warte mal! Das ist es nicht. Was du damit sagen willst, stimmt's? Das ist kein einfaches Geschenk, oder? Ich wette, da steckt mehr dahinter. Mein oberflächliches Altes würde... Ich würde in diesem Armreif nur einen plumpen Versuch sehen, mir ein billiges Geschenk zu machen. Wahrscheinlich mit gewissen Hintergedanken, misstrauisch wie immer. Wenn ein Mann mir Silber schenkt, in Erwartung künftiger Belohnungen. Aber du bist anders. Du bist so leicht zu durchschauen wie meine Hose. Da hat sie wohl recht. Du lehrst mich, eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Ein tieferes Verständnis. Du hilfst mir, die mentalen Mauern niederzureißen, die ich in den letzten Monaten um mich herum gezogen habe. Ich? Nein, nein, Larry, bitte. Erlaube mir, meine Gedanken zur Blüte zu bringen. Ich verstehe jetzt, es ist offensichtlich. Du willst nicht versuchen, mich mit diesen billigen, silbernen Armreifen zu kaufen, nicht wahr? Du meinst das symbolisch, stimmt's? Du hast es darauf angelegt, dass ich meine Oberflächlichkeit überwinde. Und das werde ich auch. Verlass dich drauf, aber ein silberner Armreif, was könnte das bedeuten? Oh, ich bin so dumm, so unbedeutend, natürlich, verstehe ich es jetzt. Dein Geschenk ist ein Symbol für den Geist des Lebens selbst. Ein Ring ohne Anfang und ohne Ende, ein fester Kreis, der sich selber jagt, immer im Kreis. In eine unendliche Leere. So wie mein Streben nach spiritueller Erfüllung, die in unerreichbare Ferne schien, aber die, sobald man endlich seine Augen öffnet, sie zu entdecken, die ganze Zeit vorher den eigenen Füßen gelegt... Was? Die ganze Zeit vor den eigenen Füßen gelegen haben, hat. Oh, Larry, deine Weisheit ist so machtvoll. Ich glaube... Ich beginne endlich zu verstehen. Jawohl, das ist genau das, was ich dachte, ja. Dass du sagen würdest, du beginnst allmählich, mich wirklich zu verstehen, Sham.
Darf ich dir sanft in dein Haar blasen, Shamara? Ich würde das genießen und ich bin mir sicher, später fallen uns noch einige andere Dinge ein, die wir zusammen machen können. Oh. Okay. Was könnte man noch? Den Champagner? Würdest du mit mir ein Glas lauwarm Champagner trinken? Eigentlich nicht. Ich habe es lieber, wenn der Champagner wohl temperiert in einem Sektkübel mit Eiswürfeln serviert wird. Okay. Ich habe diese alte antike Lampe, die ich unterm Strand gefunden habe, Shamara. Ich denke, es muss eine Möglichkeit geben, sie anzuzünden, aber ich weiß nicht wie. Hast du schon mal mit Streichhölzern probiert? Sag mal, wie weise bist du eigentlich? Ja, entschuldige, kann ja mal passieren. Wir sind ja keine Streichhölzer. Was ist denn mit dem Mist hier? Tamara, da ist etwas, was ich dir unbedingt sagen muss. Darf ich dir ins Ohr flüstern? Natürlich, Larry. Um was geht's denn? Es ist nur eine Kleinigkeit, die ich vor kurzem gelernt habe. Was bisschen öffnen durchs Bocken Pfützen. Oh mein Gott! Aber natürlich, warum habe ich das nicht schon früher erkannt? Du hast recht, das macht alles viel klarer. Was war ich doch für ein Idiot? Oh Larry, du bist ein sensibler, nachdenklicher, einfühlsamer New Age Mann. Gut, das ist nichts Anstößiges, war, schätze ich. Oh ja, ich habe mir gedacht, du würdest es wissen wollen. Du wünschst dir, sie würde müde werden, ihre Arme zu verschränken. Also müssen wir noch mal runter. Okay, wir brauchen also noch Streichhölzer, habe ich nicht mehr. Ich hatte da aber welche gehabt. Ja, eben gehabt. Also müssen wir noch mal in die Bar und Streichhölzer holen, die scheiß Lampe anzünden. Alles klar, so würde ich dann sagen. Okay.
Jetzt ist die Frage, was können wir denn hier machen? Können wir das? Wir haben und da war ein Diamant. So, Leute, ich denke mal, wir werden das hier heute erstmal abschließen. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann das Spiel Larry 6 Reiß auf oder Schieb ab durchgespielt haben. Es ist nicht mehr viel, aber das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Larry 6. Reiß auf oder schieb ab. Und ich schieb jetzt ab. Macht's gut. Tschüss.